Hallo liebe Campingfreunde, hallo liebe Campingfans, Abenteurer und alle, die mein Video gerade schauen. Herzlich willkommen. Heute werden Nägel mit Köpfen gemacht, denn heute wird es ernst und es geht um die ganzen Kosten, die wir jetzt in unserem längeren Spanien-Trip verbraucht haben. Ich kann euch erstmal vornherein sagen, wir waren insgesamt 40 Tage unterwegs. Das heißt, wir haben 40 Nächte und etwa im neuen Bus geschlafen. Das hat alles super geklappt. Aber natürlich, so eine lange Reise kostet auch Geld. Und das wollt ihr sicherlich alle ganz gespannt wissen. Ich habe immer schön fleißig meine Excel-Tabelle gepflegt auf der Reise, habe alle Tankrechnungen eingetragen, alle Essensrechnungen, alle Kosten, die wir sonst noch weiter so hatten, und habe jetzt ein Ergebnis für euch. Ich werde aber jetzt erstmal einzeln aufschlüsseln, für was das ganze Geld draufgegangen ist. Also, da schaue ich gleich mal in meine Liste und kann euch sagen, dass wir eine Summe von 1.226,39 € für den Transport ausgegeben haben. Das ist einmal tanken, das sind die Mautgebühren, die da mit drin sind, und ich glaube, da habe ich auch das Öl für den Bus reingerechnet, was wir kaufen mussten an dem Sonntag, als uns plötzlich das Öl ausging. Also 1.200 € in etwa. Der nächste Posten ist Essen. Wir haben uns natürlich verpflegt, wir sind zwei Personen, wir müssen essen. Da zählt auch Restaurant mit rein, mal einen Kaffee trinken, dies, das, und Supermärkte natürlich. Das hat uns gekostet 476,43 €. Als nächstes haben wir Übernachtungskosten gehabt. Das war einmal die Übernachtung in Plauen, als es dort minus 15 Grad waren und wir definitiv eine Unterkunft brauchten. Das waren zweimal Campingübernachtung auf dem Campingplatz und einen Gesamtposten von 111 €. Das heißt, wir haben eigentlich nur drei Übernachtungen bezahlt. Die restliche Zeit haben wir natürlich im Auto übernachtet, auf Plätzen, wo das geeignet war. Dann habe ich noch aufgelistet Alltagskosten. Da sind zum Beispiel, wir haben so eine Warnleuchte haben wir gekauft für den Bus. Die kann ich euch dann auch nochmal zeigen. Solche Sachen und mal ein T-Shirt oder ähnliches, was wir noch brauchten. Das waren insgesamt Alltagskosten von 172,99 €. Ein relativ großer Posten war das Internet. Also da ist uns ja das Malheur passiert, dass sich unser Handynetz ins afrikanische Netz eingeloggt hat. Das heißt, auf meinem Handy sind 60 € dann begrenzte Kosten entstanden und 40 € und noch 100 € für unser Internet, was wir im Auto benutzen. Also das war ein relativ hoher Posten, 200 €. Die 100 € davon hätten nicht sein müssen. Ja. Außerdem haben wir natürlich noch ein bisschen Hundefutter eingepackt, weil der Ducky ja nur die eine Sorte Hundefutter frisst. Da haben wir 50 € noch dafür ausgegeben in etwa und kommen jetzt insgesamt auf eine Summe von 2.236,81 €. Das ist schon ganz schön deftig. Natürlich haben wir auch während der Reise noch den Generator gekauft. Das waren ja auch nochmal 606 €. Die habe ich aber tatsächlich jetzt nicht mit veranlagt für die Gesamtkostenrechnung, weil der Generator, den werden wir jetzt weiter benutzen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur für die Spanienreise gedacht gewesen. Aber wie gesagt, eine Summe von 2.236,81 €. Das macht für zwei Personen am Tag, 40 Nächte, 55 €. Da sind natürlich Tanken mit drin, Essen mit drin, Alltagskosten, Internet. Das sind die ganzen Kosten pro Tag. Und würde ich das jetzt natürlich nur auf mich alleine rechnen, sind das 27 €. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. Ich meine, die Essenskosten hätte man natürlich in seiner Heimatstadt auch gehabt. Wir haben uns natürlich die Unterkunftskosten gespart. Das ist sicherlich nochmal ein hoher Posten. Wir haben uns auch die Kosten für einen Camper gespart, wenn wir den gemietet hätten. Das wäre alles nochmal richtig teuer geworden. Und demzufolge würde ich fast behaupten, dass diese 2.236 € für 40 Tage gar nicht so viel sind. Klingt natürlich erstmal jetzt ganz schön happig, wenn man das einmal aufschlüsselt. Aber alles in allem, wir hatten eine wunderschöne Reise, haben viele schöne Dinge erlebt. Und das war es auf jeden Fall wert. Wer nach Spanien reisen will, 40 Tage, bitte plant ein bisschen Kohle ein, weil es kostet mindestens 2.000 €, wenn ihr in unserem Lebensstil oder in unserem, ja, wie wir reisen, das auch so machen wollt. Wir freuen uns schon auf die neue Reise. Ich hoffe, die Reise hat euch auch gefallen. Wir haben viele schöne Videos gemacht. Das ist eine tolle Erinnerung für uns, aber auch für euch, hoffe ich.
könnt ihr die Videos schauen und habt daran Freude und Spaß. Wir verabschieden uns und freuen uns schon auf das neue Video, was auch bald folgen wird. Wir haben ja noch einiges vor mit dem Bus. Das folgt in Kürze. Wir sehen uns. Bis bald. Macht's gut. Und wenn ihr natürlich wissen wollt, wo es als nächstes hingehen soll und wird und ihr uns weiterhin auf unseren Reisen folgen wollt, dann bitte abonniert fleißig, kommentiert und folgt meinem Kanal, damit ihr wisst, wo es als nächstes hingeht und was als nächstes kommt. Tschüss!